Ja, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Wir stehen hier beim Sport- und Medizin-Symposium an der Ostsee 2022. Und neben mir steht der leitende Olympiaarzt, Professor Bernd Wohlfahrt. Herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben heute einen ganz spannenden Vortrag gehalten und uns einen Einblick gegeben in die Olympischen Spiele in Tokio 2020, in die sportmedizinische Versorgung. Und ich fand das ganz spannend, liebe Zuschauer. Wir haben Bilder gesehen, wir haben Fotos gesehen. Sie haben uns erklärt, wie die Infrastruktur ist, wie die Gebäude dort angeordnet sind. Sie haben erzählt, welche Geräte Sie benutzen können und mit welchen Herausforderungen Sie zu tun haben. Ganz spannend fand ich das Thema Medikamente. Können Sie unseren Zuschauern vielleicht kurz erklären, was da die Besonderheit ist? Ja, die Besonderheit ist sicherlich, dass man einfach einen weiten Bereich abdecken muss. Und insbesondere, wenn man jetzt in ganz weit entfernt liegende Länder reist, wie zum Beispiel in Asien, wo dann auch die Schriftzeichen noch so etwas anders sind, ist es unsere Idee natürlich immer, unseren Kolleginnen und Kollegen so diese Palette der eigentlich bei uns gängigen Medikamente mit zur Verfügung zu stellen. Das hat auf der einen Seite natürlich so ein Qualitätsmanagement-Hintergrund. Wir können keine chinesischen oder japanischen Schriftzeichen lesen und wir brauchen vielleicht mal die Inhaltsstoffe in einer Form, die wir auch identifizieren können. Und deshalb ist eben die Intention, dass wir jetzt in einem weiten Feld, das geht dann los von der Infektionserkrankung über Hals-, Nasen-, Ohren-Probleme bis hin zur gynäkologischen Infektion oder zu irgendwelchen peripheren Problemen, die es mal geben kann, sei es ein Fußpilz oder sei es sonst irgendwie eine Erkrankung oder auch eine Verletzung. Und die versuchen wir eben mit so einer eigenen Apotheke abzudecken. Zusätzlich hat man aber die Möglichkeit, noch jeweils über die olympischen Dörfer beziehungsweise über die dann entsprechenden Polikliniken mit den dort vorhandenen internationalen Apotheken dann fehlende Medikamente natürlich nachzubestellen. Aber Sie haben auch gesagt, Sie können jetzt nicht einfach in die Apotheke gehen in Tokio und mit einem Privatrezept Medikamente bekommen. Also das so leicht ist es dann auch nicht. Das geht genau nicht, weil man hat natürlich eine sehr selektive Zulassung vor Ort. Und das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in der Poliklinik kann ich Rezepte ausstellen, die dann eben über die entsprechenden Organisatoren auch organisiert werden. Aber ich kann tatsächlich nicht außerhalb des Olympischen Dorfes in jede freie Apotheke gehen und mich damit versorgen. Ah ja, interessant. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern auch noch mal einen Einblick geben, welche Behandlungen Sie dort hauptsächlich versorgen. Sind das tatsächlich auch orthopädische Behandlungen? Sind es Verletzungen? Was fällt bei Olympia an sozusagen? Ja, bei Olympia fällt nichts anderes an als auch im normalen Leben. Im normalen Sportlerleben, also das heißt, wir sehen natürlich in erster Linie, wir haben zwei große Bereiche. Das eine sind halt die Sportverletzungen, die dann halt eher so aus dem orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich abgedeckt werden. Das zweite sind die Infekte in aller Regel, die natürlich auch alle treffen können. Und jetzt gerade bei Olympischen Spielen, wie wir sie früher kannten, ich sage jetzt mal vor den Pandemiespielen, die wir jetzt die letzten beiden Male hatten, spielten Infekte im Winter natürlich die vordergründige Rolle. Im Sommer war das aber auch immer was, Klimaanlagen und große Menschenaufläufe im deutschen Haus, zum Teil 1000 Leute am Tag, wo die Athleten natürlich auch eine direkte Exposition hatten zu jetzt potenziellen Keimen, die damit reingetragen wurden, dass das eine große Rolle gespielt hat. Jetzt haben wir auch gesehen, jetzt in Pandemiezeiten, dass natürlich durch die Hygienemaßnahmen deutlich weniger Infekte aufgetreten sind. Damit sind die orthopädischen Probleme, sowohl Verletzungen als auch irgendwelche Überbelastungserscheinungen, prozentual tatsächlich etwas mehr geworden. Was aber noch nicht zu vergessen ist, wir sind da auch allgemeinmedizinisch aufgestellt. Wie gesagt, wir müssen uns natürlich um alles kümmern. Wir haben auch immer wieder Hauterkrankungen, die eine Rolle spielen. Wir haben auch immer wieder dann irgendwelche allgemeinen Infektionen, die jetzt nicht direkt nur im Infektionsbereich im Sinne von grippalen Infekten auftreten. Also es ist so der bunte Strauß der allgemeinmedizinischen Versorgung mit einem Schwerpunkt natürlich auf die sportassoziierten Probleme. Weil es weniger Corona-Fälle gab, also auch weniger Infektionen, haben Sie gesagt, durch die Hygienemaßnahmen. Können Sie sich vorstellen, dass diese verstärkten Hygienemaßnahmen in Zukunft auch beibehalten werden, gerade deswegen? Ja, also sicherlich. Jetzt gerade im Wintersport ist es schon so. Also wir haben es ja bei den Asiaten auch schon vor Corona gesehen. Also oftmals hat man eben Asiaten gesehen, die dann am Flughafen zum Beispiel schon früher mit einer FFP2-Maske rumgelaufen sind, was für uns unvorstellbar war. Und ich würde jetzt mal sagen,
postpandemisch wird der ein oder andere Athlet, Athletin, die werden sich überlegen, wenn ich jetzt zu Massenaufläufen komme, wie es am Flughafen das eben auch vorfinden, oder wenn es jetzt zum Beispiel zu Siegerehrungen geht oder zum Beispiel irgendwie in ein VIP-Zelt, was dann irgendwie im Januar überfüllt ist mit einer großen Anzahl auch an potenziellen Keimüberträgern, bin ich mir sicher, dass der ein oder andere Athlet, die ein oder andere Athletin dann eine Maske aufziehen wird und sagt, okay, da mache ich jetzt eine direkte Infektprophylaxe. Okay. Und das war ja schon eine besondere Situation. Sie haben uns Fotos gezeigt von wunderbaren Stadien, das Tennisstadion oder die Judo-Arena, die Sie uns da, ein Tempel, haben Sie gesagt, was Sie uns da gezeigt haben, leer. Also keine Zuschauer. Das sind schon auch dann besondere Momente. Wie sind die Athleten damit umgegangen? Was macht das auch mit dem Team? Ja gut, die Athleten sind natürlich sehr professionell damit umgegangen. Was sollen sie anderes tun? Also für die Athleten war das Wichtigste, das muss man schon sagen, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben. Also das größte Problem für die Athleten wäre gewesen, wenn die Spiele komplett gestrichen worden wären. Und die haben sich 4 Jahre, jetzt in dem Fall sogar 5 Jahre ihres Lebens, darauf vorbereitet, wirklich so ihren zum Teil mal Once-in-a-Lifetime-Moment mitzunehmen. Und dann sind die eben sehr professionell und sehr fokussiert. Schöner ist es natürlich mit Emotionen, schöner ist es mit Fans, schöner ist es mit dem Drumherum, was man vielleicht auch gewohnt ist aus anderen Zeiten. Aber für die Athleten war es, glaube ich, jetzt nicht ganz so das große Problem für das direkte Sporttreiben, wie wir es uns immer so vorstellen. Okay, für die Emotionen, für die Empfindung der Spiele war es natürlich schade. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir taten jetzt die Japaner selber auch ein bisschen leid, weil also die hatten alles perfekt vorbereitet, die haben sensationelle Sportstätten und man hat auch gemerkt, das ist eine sportbegeisterte Nation und dass die natürlich das nicht so ausleben durften, wie es jetzt andere Nationen machen konnten. Also für mich die schönsten Spiele waren London tatsächlich 2012. Es war einfach ein riesiges Fest über 2,5 Wochen, wo die Bevölkerung auch mitgegangen ist und das ist schon ein Funke, der dann auf die Athleten und Athletinnen überspringt und dann werden vielleicht auch tatsächlich mal außergewöhnliche Leistungen möglich, die es sonst nicht gegeben hätte, ohne die entsprechende emotionale Situation. Apropos schönste Spiele, ich bin sicher, Sie würden sich Olympia in Deutschland auch mal wünschen, oder? Absolut, also ich bin ein klarer Verfechter, dass wir auch mal Olympische Spiele in Deutschland wieder organisieren sollten. Also ich glaube einfach, dass der deutsche Sport das auch dringend braucht. Also es geht ja auch so um ein Ziel, auf das man sich dann gemeinsam hinbewegt. Also es geht auch darum, eben Nachwuchs zu begeistern, Menschen zu begeistern, Sport zu treiben. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass es um die Spiele an sich geht, sondern es ist immer ein Prozess, der dann über 6, 8 Jahre läuft. Und wenn man sich andere Nationen anguckt, die haben das sehr gut genutzt. Egal, ob es die Australier 2000 waren, ob es die Briten 2012 waren oder die Japaner jetzt auf 2020. Die haben sich sehr konsequent auf solche Spiele vorbereitet, haben es geschafft, da auch viele Sportarten noch mal in ein besonderes Licht zu rücken und damit auch noch mal eine andere Qualität mit reinzubringen in den eigenen Sport. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun. Und man muss auch klar sagen, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr als vor den pandemischen Zeiten. Wir haben das Problem, dass viel zu wenige Kinder und Jugendliche sich bewegen, viel zu wenige Kinder und Jugendliche in den Sport gehen. Und da wären Olympische Spiele sicherlich eine Möglichkeit, wieder eine Motivation zu schaffen und die Gesellschaft einfach da in diese Richtung positiv auszurichten. Sehr schön. Das sind spannende Gedanken. Vielen Dank, Herr Professor Wohlfahrt, für diese Einblicke. Das waren tolle Impressionen, die wir auch in Ihrem Vortrag gesehen haben. Und ja, liebe Zuschauer, wir sind hier beim Sport und Medizin Symposium, machen eine ganze Serie von Videos. Schauen Sie sich auch gerne die anderen an. Ich sage danke fürs Erste und wünsche alles Gute. Gerne.